So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Goodbye Deponia. Und wie Sie hören oder wahrscheinlich eher nicht hören, habe ich den Ton ausgemacht. Und zwar nach dem letzten Mal Cowboy Dodo. Ich war so geflasht, ich hatte so Bock, Alter. Ich habe mir den Beat rausgeschnitten, Text geschrieben, zack, und jetzt wird gefreestylt. gefreestylt ein bisschen übertrieben, aber wir machen es trotzdem mal, ne? Ich würde sagen, habt ihr alle Bock? Nein. Ja, das ist euer Problem. Und? What? Nein, nicht so. Machen wir es anders. Entschuldigung, ist das Ding an? Oh. Warum habe ich das getan? Yeah. Kevin, vergib mir! Take one. Yo. Okay, eine Runde Freestyle kann man machen, doch ich glaube, das ist einfach so dope. Ich rappe über Optik aufgepasst. Yeah. Rufus ist ein Kampf gegen Ganoven und gelogen. Er ist viel zu dope und lässig und macht gern aus unten oben. Goal retten, kein Problem, der Organon kriegt doch nicht auf. Ich sag, zum Glück gibt's in diesem Talier kein Zuckerwatte-Automat. Yes. Das macht die Sache einfach. Rufus macht einen klasse Job. Ey, warte doch, endlich check ich diesen Witz mit dem Lachen raus. Hammer, what is going on in sonst auf dem Pony? Er hat der Teil sich nicht fertig, also ist auf keinen Fall da. Und solidarisch ist das Spiel auch oder so ähnlich. Und die Rätsel sind alle locker, macht man ja auf jeden. Yeah. Deponia, was ein Short, das Motto gilt für alle Zeiten und nur Ilias angepisst, weil er weiß, dass das mein Style ist, weil ich geil bin, so wie Rufus. Doch an ihn kommt da nicht keiner ran. Inzwischen wollen alle, dass Loni mit dem Spiel er weitermacht. Ich bin der T-Punkt-Loni, T-Punkt-Loni. Oh, ich bin der T-Punkt-Loni, T-Punkt-Loni. Yeah, ich bin der T-Punkt-Loni, T-Punkt-Loni. Ich bin der Typ mit sinnfreier Hook und den zweiten Part. Yo, ho. Entkommen aus der Hölle, ich mein Rufus und nicht euch, ja Leute, jetzt guckt doch bitte nicht so enttäuscht. Ja. Er wurde zersägt, verbrannt, verkloppt nur noch viel mehr und August trägt noch keinen Sieg davon, Mann, das ist doch nicht fair. Was? Husser und so, ihr kennt die alte Pokéline, was soll ein Hilfe? Ja, sein soll Wochenendarbeit hart sein, ja, nein, der Chor hat hier einen Job zu tun, geht halt auf den Zahnfleisch. Spaß, nein, der Chor ist lässig, wie die drei menschlichen Klone. Ich verleihe der Idee eine heftige Krone, ey, die ist echt nicht ganz ohne. Nur Goal ist eben vor. Leider ohne Nukleinsäure erschaffen worden. Fuck. Boah, wird es angekriegt und dreifach zu tun. Von unserem Rufus den Meister ist es eine Kleinigkeit cool. Stylisch, dass du hier immer noch dabei bist. Der Preis ist, ich höre auf zu rappen. Ja, es geht endlich weiter. Ich bin der T-Punkt-Loni, T zum L. Oh, yeah, ich bin der T zum L. Mutterdingens. Goon, so wird gefreestylt. Ich bin der Typ ohne guten Gesang, der den Text abliest, was ein Schrotter heil 3. Oh yeah, was ein Schrotter 3. Was ein Schrotter 3. Jawohl, Jungs, das haben wir super gemacht, haben wir alles neigelegt. Höchste Disziplin und höchste Motivation, ein Top-Gesang, mir hat die Ohren ausgefetzt wie sonst was, Jungs. Hammerklasse, ich bin raus, was ein Scheiß, ey, leck mich am Arsch. Ja, und das war... ich bin übrigens Loni, hallo. Ja, Leute, weiß ich nicht. Ich hatte einfach mega Bock da drauf. Und ich hab's einfach getan. Der Cowboy Loni, würde ich mal sagen. Ah, wunderbar. Ja, willkommen zurück zu Deponia 3. Jetzt wahrscheinlich schon am Titel gesehen. Das, also ich meine, Let's Rap heißt ja nicht umsonst Let's Rap, weil Marmelade, also, ihr kennt euch aus. Ja, hat Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter, ey. Kurz überlegen. Ja, Moment, die Murks, hier ging nichts mehr, hier ging nichts mehr. Mich blamiert mit Freestyle habe ich. Ja, mit Freestyle. Ist ja eigentlich Quatsch, war ja kein Freestyle, es war ja aufgenommen und alles. Ich wollte es aber so als Freestyle verkaufen, um eben Goon so einen kleinen Seitenhieb zu geben. Naja. Hat doch nicht so gut geklappt. Egal. Ab zu den Fragezeichen. Yes! Was ist denn hier los? Oh, guck mal, Opa. Wir haben Besuch. Dann zieh ich mir wohl besser meine Hose an, was? Ja, das ist lustig. Bist du ein Freund von Bozo? So ein Unsinn. Bozo hat keine Freunde. Ich meine doch diesen begabten Bastler, von dem er erzählt hat. Ja, das bin ich. Rufus der Erste. Wo ist denn der alte Pirat? Pirat? Diese Pfeife? Pfeife? Genial. Bozo liegt oben in seinem Bett. Und heult wie ein kleines Mädchen. Apropos heulen.
Kann mich vielleicht jemand hier rausheulen? Ja, willkommen in einer Sitcom. Ist auch schön. Mit traurigen Wortspielen. Leute, ihr solltet einfach LPs machen. Tut es einfach. Und du bist wirklich Bosos Opa? Das frage ich mich schon seit Jahren. Aber mein Arzt weigert sich, einen Großvaterschaftstest durchzuführen. Alter, das könnt ihr echt nicht machen. So, was hast du noch für einen schlechten Spruch? Ich stecke fest. Ist das nicht ulkig? Ja, weiß ich nicht, Leute. Baby Boso. Baby Boso. Filmreif. Oscar-verdächtig. Mageninhaler. Ja, nee, weiß ich nicht. Möchtest du einen Lutscher haben? Der war ja für Baby Boso. Hey, wer wirft denn da mit Gegenständen? Was war das überhaupt? Das muss hier irgendwo rumliegen. Okay. Ein süßer Fratz. Ach ja, ich wäre so ein guter Vater. Ich frage mich, ob meine Gutartigkeit eigentlich irgendwelche Grenzen hat. Ja, wo ist er denn auf einmal geblieben? Hey, das ist nicht lustig. Vielleicht doch ein wenig. Ein wenig. Ja, Ding ist es weg und, weiß nicht, wollen wir jetzt zum linken Rufus, weil irgendwas passiert ist? Wir fragen erstmal durch. Hallo. Und du bist dann wohl Bosos Mutter, richtig? Rate nochmal. Großmutter? Die Tante? Die böse Stiefmutter. Eine Einbrecherin. Die Bewährungshelferin? Nein. Die Oma, die Vorkosterin. Die Schwester? Eine Mischung aus alledem. Warte. Was war das Vorletzte? Die Schwester. Rufus, du Charmeur. Hä? Wieso? Ich bin natürlich die Mutter. Was? Aber... Aber du kannst mich gerne Mama nennen. Wie in Komm zu Mama. Was stimmt denn nicht mit dir und mit Boso? Was stimmt denn nicht mit Boso? Ach, Rufus, ich bin mit meinem Latein am Ende. Seit er zurück ist, ist er wie ausgewechselt. Der Junge isst nicht, spricht nicht. Und nicht einmal seine geliebten Fifi-Funkelfee-Datasetten muntern ihn auf. Fifi-Funkelfee. Ja, das ist witzig. Ich mache Boso wieder gesund. Du bist so ein guter Junge. Ich wünschte, ich hätte einen Sohn wie dich. Haha. Lol, du Opfer. Weißt du zufällig den Weg zum geheimen Rebellenlager? Aber natürlich. Du musst einfach unten an der Straße quer über den Platz und dann immer geradeaus. Ich backe manchmal Kuchen für die jungen Soldaten. Und dann legt sie damit eine Spur vom Lagertor bis zu unserem Haus. Schlafen. Ah, schön, Klassiker. Mach sie, ja. Kannst du mir etwas über Boso erzählen? Natürlich. Was möchtest du wissen? Vorsicht, Rufus. Du öffnest die Büchse der Pandora. Was für eine Büchse? Ach, nimm ihn nicht so ernst. Er meint den Dia-Projektor von Bosos Tante. Versteck dich! Ich wusste gar nicht, dass Boso aus Portafisco stammt. Hat er dir denn gar nichts erzählt? Keine Ahnung. Es ist so unglaublich ermüdend, ihm zuzuhören. Das kommt daher, dass seine Fettbacken auf den Kiefer drücken. Hat er denn seine Zahnspange gar nicht mehr? Ich werde ihn dran erinnern. Stündlich, wenn's sein muss. Rufus, du Komiker. Ich wusste gar nicht, dass Boso einen kleinen Bruder hat. Der ist ihm ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere? Tja, alle männlichen Bosos verfügen über ein außergewöhnlich dichtes Haar. Sobald ich mit dem Stillen anfange, sprießt es wie verrückt. Vielleicht sollten Sie Ihre Muttermilch als... Moment mal. Was ist noch gleich die geheime Zutat deines Spezialschampons? Das ist ein Geheimnis. Ich könnte Boses Wimmern nachmachen.
Wo ist Bosos Vater? An der Front verschollen. Ich bin ganz krank vor Sorge. Zum Glück hatte ich Unterstützung von Freunden, die mich auf andere Gedanken gebracht haben. Welche Freunde meinst du genau? Den Milchmann, den Klempner oder den Postboten? Tja, wie heißt es so schön? Gute Freunde lässt man nicht hängen. Mann, was soll das? Was da ging's in meine Wortspiele? Ja gut, das kann ich ja nicht zulassen. Scheißdreck, ey. Ja, ist mir eigentlich alles egal, ich will heulen. Ich wusste gar nicht, dass Bozo so eine klasse Mutter hat. Aber Rufus, du Charmeur, du weißt, wie man eine einsame Frau aufmuntert. Kurze Frage, warum hat Mama Bozo keine Nase? Riecht sie durch Kiemen oder durch andere, durch Zigaretten? Was weiß ich nicht. Was ist das? Modellfehler oder wie? Wie war Bozo als Kind? Da gibt's doch bestimmt irgendwelche peinlichen Geschichten. Eigentlich nicht. Er war ein außerordentlich braves Kind. Er hat nie etwas kaputt gemacht. Seine Fifi-Funkelfee-Puppen selbst weggeräumt. Und selbst beim Ritterspielen wollte er immer die Prinzessin sein. Ja, das ist immer noch witzig. Wusstest du, dass Bozo eine Freundin hat? Wirklich? Ja, ihr Name ist Bambina. Sie hat einen Waffenladen auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Hörst du, Opa? Bozo hat eine kleine Freundin. Die Knalltüte? Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Tja, es ist wirklich kaum vorstellbar. Er war immer so schüchtern. Als ich ihm damals von den Bienen und den Blumen erzählt habe, ist er wochenlang nicht ohne Imkerhut aus dem Haus gegangen. Lass uns lieber über was anderes reden. Ja. Immerhin habe ich ja nicht jeden Tag so einen feschen jungen Mann zu Besuch. Zumindest nicht, seit der Briefträger das Fenster verstopft. Jetzt muss ich mal sagen, ja, T zum L am Start oder so, und dann bringt Opa diesen Scheißspruch. Blöder Pisser. Verrückte Mongo! Verrückte Mongo. Ich dachte, Porta Fisco sei vom Organon besetzt. Das war es bis vor kurzem auch. Aber unter Leitung des neuen Generals hat der Widerstand die Stadt zurückerobert. Moment mal, ich höre immer General. Ach, du kennst den neuen General noch gar nicht? Ich wusste nicht mal, dass wir Ränge haben. Ja, das war eigentlich kein Witz, das war mein Ernst. General, wer was? Wo? Toni, was hast du getan? Darf ich zum Essen bleiben? Aber natürlich, Rufus. Freunde von Bozo sind hier immer willkommen. Besonders, wenn sie so knackig sind. Nur damit wir uns richtig verstehen. Ich esse mit und komme nicht als Fleischbeilage in den Salat, richtig? Ja, muss man fragen dürfen, ne? Applaus-Pisser da. Ich sehe schon wieder diesen einen Pixelstrich hier unten. Das finde ich nicht so schön irgendwie. Kleiner Grafikbug oder so, ich weiß es nicht. Wann gibt's Essen? Später. Wir reden später weiter. Fühl dich wie zu Hause. Ich suche derweil schon mal Fotos von Bozos Ballettunterricht raus. Okay, Babyphone, klauen wir uns. Hier geht's raus, Brief, ne? Dann schauen wir nach oben. Halt. Irgendwas. Hier ist noch eine Schraube, die ich aber nicht anklicken kann, okay. Da bist du ja. Komm, genug an der Matratze gehorcht. Raus aus den Federn. Sag mal, was ist denn mit dir los? Hau ab. Aber wir müssen doch ins Rebellenlager. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Bozo. Oh, Backe. Bozo, steh auf oder ich spiele Lonis Freestyle ab. Entschuldigung, ist das Ding an? Und das nächste Mal zieh ich's voll durch, ja. Unglaublich. Können wir das? Können wir nicht nehmen. Ja, schon gut, alter Brummbär. Brumm, brumm, brumm. Wie ein Auto. So, Zettel. Was haben wir denn da? Zack. Eine ärztliche Überweisung zur Therapie. Na, sieh mal einer an. Ich wusste ja immer, dass er plemplem ist. Jetzt haben wir es schriftlich. Yes. Und ich gerne nicht so einen Bozo. Bozo? Lass mich in Ruhe. Ach du meine Güte. Aber schön, wie er mit seinem Teddy knuddelt. Es sind nicht die Schüttelpocken, so viel steht fest. Aber was hat er dann? Ja, aber für die Schüttelpocken können wir sorgen. Amigo, so, was geht?
Hier hat sie... Aha. Das ist... Bitte was? Ein Schnuller? Hm, fühlt sich zumindest wie ein Schnuller an. So glitschig und schnulleresk. Schnulleresk? Wollen wir den nehmen oder was, Leute? Na dann. So, können wir den jetzt mit allem kombinieren? Mit der Spalte. Ich tappe hier scheinbar im Dunkeln. Ohne etwas Licht wird... Schwierig werden, ja. Ich tappe ohne etwas... Goal. So, das sollte sie vorerst zum Schweigen bringen. Ah, okay. Können wir jetzt den ganzen anderen Scheiß nehmen? So. Na, hab ich dich. Okay. Der Ast. Na dann. So. Na, hab ihn. Wir müssen jetzt praktisch klassischen Feuer machen. So. Das Gestrüpp steckt in der Spalte. Und nun? So, Gestrüpp rein und... Ja, Goal ist ja gut, wir haben es ja gleich. Hey, na klar. Und Feuer, genau. So kann ich Feuer machen. Aha! Jubilate! Gibt es überhaupt etwas, das ich nicht in Brand gesteckt bekomme? Sag doch mal selbst, Goal. Goal? Oh. Zum Totlachen. Nur damit du im Bilde bist. Das war alles geplant. Und überhaupt. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Wir müssen diese Dingensäure finden, um dich wieder zu einem echten Menschen zu machen. Yo! Goal, das ging ja gar nicht so geil los irgendwie.